So, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie heute recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Themenveranstaltung. Mein Name ist Christian Günther, ich bin Finanzreferent der Tim Stronach Akademie und vertrete heute unsere Präsidentin, die leider verhindert ist. Sie lässt alle schön grüßen. Thema unserer heutigen Veranstaltung ist Islam und Rechtsstaat Europa, ob das kompatibel ist. Auf der Bühne haben wir einen unserer, ich muss schon sagen, Haus- und Hofexperten im Fach Islam, Dr. Michael Ley. Dr. Michael Ley. War schon bei uns vor einigen Wochen zu Gast und es war eine sehr interessante Veranstaltung und deswegen haben wir uns entschlossen, diese Veranstaltung auch quasi zu wiederholen zum ähnlichen Thema. Es hat jedoch einen Punkt gegeben, was gefehlt hat, war die praktische politische Umsetzung und dazu haben wir heute unseren Clubobmann im Team Stronach Parlamentsclub eingeladen, in Herrn Robert Luger. Danke. Vielleicht eine kurze Gebrauchsanweisung für den heutigen Abend. Der Dr. Ley wird eine kurze Einbegleitung machen, 10, 15 Minuten, das ist eine theoretische Grundlage, theoretisches Fundament. Dann Robert Luger wird 5 Minuten eine Einbegleitung machen zum praktischen Teil, bevor wir dann in die Diskussion übergehen. Und ich hätte eine Bitte, die Diskussion wollen wir eher quasi in Frage-Antwort-Spiel gestalten. Vielleicht weniger, das letzte Mal war das ein bisschen ein Problem, Co-Referate unter Anführungszeichen. Ich würde bitten, quasi die einbegleitenden Sätze auf 3 bis 4, maximal 5 Sätze zu begrenzen und dann die Frage zu stellen, damit alle Personen drankommen, die dann eine Frage an unsere beiden Referenten stellen wollen. Okay, ich würde sagen, wir gehen in medias res. Herr Doktor, bitte. Guten Abend, ich darf Sie herzlich begrüßen zu dem Thema Islam. Was wir zurzeit gerade erleben mit den Flüchtlingsströmen, hat sehr viel mit der Religion des Islams zu tun und weniger mit dem Krieg. Wir erleben das, was man im Islam eine Hijra nennt. Hijra ist ein Dschihad vermittels Migration. Also man kann verschiedene Formen des Dschihads machen. Man kann einen militärischen, gewalttätigen Dschihad machen, ein Land erobern, militärisch erobern. Oder man kann ein Land per Migration besiedeln. Das ist die berühmte Hijra. Und angehalten ist eigentlich jeder Muslim, die Welt zu islamisieren. Und das erleben wir gerade, weil keine 10% der Leute, der Migranten, die kommen, sind Kriegsflüchtlinge aus Syrien. Ich hatte den Herrn Fellner eingeladen, der eine Dokumentation gemacht hat zu dem Thema. Der hätte heute Abend was dazu sagen sollen, ist aber leider erkrankt, deshalb muss ich seinen Job mit übernehmen. Wir werden vielleicht nachher darauf zurückkommen, um was für Personen es sich handelt, die Europa überfluten. Ich werde jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen was sagen zum Islam und seinem Verhältnis zum Recht, zur Rechtsstaatlichkeit. Werde aber dann auch noch was sagen, dass es erstmal unsere Schuld ist, dass eine Islamisierung überhaupt stattfinden kann. Also wir dürfen jetzt nicht gleichsam uns aus der Verantwortung nehmen und sagen, Hilfe, wir werden islamisiert. Wir sind ja selbst dran schuld, dass wir islamisiert werden. Dazu werde ich vielleicht im Anschluss etwas sagen. Zum Thema Islam, vielleicht mal anfangs so viel. Jedes kleine Kind in einer Mätresse, in einer Religionsschule lernt, wie die Welt zu interpretieren ist. Also laut Islam gehört die Welt Allah. Also die Welt ist Eigentum von Allah. Diese Vorstellung gibt es im Judentum nicht und im Christentum nicht. Und diese Welt war ursprünglich insgesamt muslimisch. Also nach islamischem Selbstverständnis war sowohl Abraham, Moses als auch Jesus sind Muslime, keine Juden und keine Christen. Nur das Judentum und das Christentum haben die ursprüngliche Offenbarung verzerrt. Deshalb bedurfte es einer letztlichen Offenbarung für Mohammed, um wieder der Welt die wahre Offenbarung zu geben.
Und die Aufgabe des Islam und die Aufgabe eines jeden Muslim und einer jeden Muslima ist nun, diese Welt wieder in die ursprüngliche Ordnung zu bringen, sprich die Welt zu islamisieren. Das heißt, der Dschihad, der sogenannte Heilige Krieg, ist die Aufgabe eines jeden Muslim. Und wer im Dschihad stirbt, der ist natürlich ein Märtyrer und kommt sofort in den Himmel und bekommt diese 27 oder 72 Jungfrauen, die aber noch Sklavinnen haben, jede 30. Ihr könnt es ausrechnen, wie viele Jungfrauen die bekommen. Also das ist das Grundverständnis des Islam. Und der Islam ist natürlich nicht nur eine transzendente Religion, sondern der Islam hat eine Vorstellung einer weltlichen islamischen Ordnung. Das heißt, der Islam ist eine Gesetzesreligion. Judentum, also zumindest das Reformjudentum, ist keine Gesetzesreligion, das Christentum auch nicht. Das heißt, der Islam hat also alle Gesetze für eine weltliche Ordnung. Und diese Gesetze sind göttlich offenbart, dürfen also nicht interpretiert werden. Und hier haben wir das Grundproblem. Wenn also die göttlichen Gesetze, die sogenannte Scharia, über allen menschlichen Gesetzen steht, kann die Scharia nicht mit der Demokratie vereinbart werden, weil die Scharia kennt keine Demokratie, schlichtweg. Der Islam kennt keine Demokratie. Und wenn jetzt nun die muslimischen Verbände sagen, natürlich alle, es ist überhaupt kein Problem, Islam und demokratischer Rechtsstaat sind vereinbar, so ist das natürlich eine glatte Lüge. Das gilt nicht für den einzelnen Muslim. Der einzelne Muslim kann natürlich aus seiner Überzeugung heraus sagen, ich bin für den Rechtsstaat, ich bin für die Menschenrechte, ich bin für die Trennung Staat-Religion. Das kann natürlich jeder Muslim für sich selbst entscheiden. Nur für den Islam insgesamt gilt das nicht. Der Islam kennt keinen säkularen Rechtsstaat. Das ist ein Widerspruch zur Offenbarung. Der säkulare Rechtsstaat gibt es im Islam schlichtweg nicht. Insofern sind Demokratie und Rechtsstaat in dem Verständnis, wie wir es kennen, nicht vereinbar. Natürlich können Sie einen islamischen Rechtsstaat machen wie im Iran. Das geht natürlich. Nur die Frage ist, was hat diese Form von Rechtsstaat mit unserem demokratischen Rechtsstaat zu tun? Also der Nationalsozialismus war auch ein Rechtsstaat. Nur was hat dieser Rechtsstaat mit unserem Rechtsstaat zu tun? Nichts. Also diese Vorstellung, man könnte Islam und Rechtsstaat gleichsam kompatibel machen, ist nicht möglich. Das ist die Grundvoraussetzung, warum man den Islam dort, wo es eine größere Summe oder Anzahl von Muslimen gibt, nicht integrieren kann. Sie können natürlich mit 5% Muslimen, ist es kein Problem, einen demokratischen Rechtsstaat aufrechtzuerhalten und zu sagen, haltet euch bitte an diese Gesetze und sie werden es auch tun. Das Problem mit dem Islam entsteht erst dann, wenn es mehr Muslime gibt. Also die Vorstellung der Hijra, des Dschihads vermittels Migration ist, solange es weniger Muslime gibt, werden sie sich an die jeweiligen nationalen Gesetze halten. Klar. Die zweite Stufe ist, wird man ein bisschen mehr, dann kommen halt schon Forderungen, nicht? Islamische Feiertage, Halal, Einhaltung von Halal, also die Speisegesetze, das ist schon die Stufe 2 sozusagen. Und in einer dritten Stufe, wenn man Richtung Mehrheiten geht, wird man natürlich versuchen, aus diesem Rechtsstaat eine Mischform erstmal zu machen. Scharia plus säkulares Recht, und dort, wo man die Mehrheit hat, wird man versuchen, nur das göttliche, das islamische Recht durchzusetzen.
Und vor dieser Entwicklung stehen wir auch. Also wenn Sie sich jetzt anschauen, wie viele Muslime wo schon leben und wie viele jetzt dazukommen durch diese Migrationsströme, wird es natürlich dazu führen, dass wir eine unterschiedliche Form der Islamisierung haben werden. In gewissen Staaten wird es eine muslimische Mehrheit geben. Dort wird die Scharia gelten. In andere Staaten werden geteilt sein, binational sein. Ein Teil ist mehrheitlich muslimisch, ein Teil ist mehrheitlich nicht muslimisch. Dort wird es dann verschiedene Rechtssysteme geben. Und ein ganz kleiner Teil Europas wird wahrscheinlich nicht oder nie islamisiert werden. Das ist Polen, Tschechien, Ungarn, die westliche Ukraine, die aufgrund des Kommunismus keine Migration hatten. Das ist jetzt ihr Glück. Und deshalb so gut wie keine Muslime haben. Und Sie sehen an dem Verständnis von Herrn Orban, aber auch Polens, sie wollen keine islamischen Migranten und haben, und sie werden auch, wenn, nur ganz wenige aufnehmen. Das heißt also, die europäische autochthone Kultur wird sich, wenn die Entwicklung so weitergeht, wird sich konzentrieren auf diesen mitteleuropäischen Teil Europas. Also ihre Enkel werden entweder in die USA, Australien auswandern oder sie werden Polnisch lernen. Früher hat man mal Deutsch gelernt, wenn man in Polen lebt. Heute wird man Polnisch lernen, wenn man in Deutschland lebt und in Österreich lebt. Also die Devise wird nicht mehr sein, go west, sondern die Devise wird sein, go east. Damit müssen wir rechnen, wenn wir nicht irgend uns was einfällt, die Islamisierung aufzuhalten. Ja. Ja, das können Sie dann nachher machen. Da haben wir noch genügend Zeit. Jetzt bin ich dran. Okay? Wenn wir vielleicht den Vortrag fertig machen lassen, bitte. So, ich beantworte nachher ganz gerne noch Fragen zu der Thematik. Mir ist es aber sehr wichtig, auch zu sagen, dass wir nicht einfach Opfer der Islamisierung sind, das macht man sich zu einfach, sondern wir sind auch zumindest Mittäter der Islamisierung. Also mit dieser Ideologie des Multikulturalismus und der Diversität, das ist die nächste Ideologie nach dem Multikulturalismus, dass wir also unsere nationalen Identitäten überwinden müssen, dass wir neue kulturelle Identitäten brauchen und deshalb die Migration forciert haben. Insofern haben wir gleichsam diese Leute eingeladen, hierher zu kommen und sich hier niederzulassen, ohne dass es den Anhängern des Multikulturalismus klar war, dass wenn sie den Islam gleichsam bejahen und nach Europa bringen wollen, dass sie die reaktionärste Religion importieren, die wir kennen. Das ist ja der Widerspruch. Auf der einen Seite ist man progressiv, links, grün, feministisch, und ist gegen jedes einheimische, indigene Patriarchat. Und auf der anderen Seite sagt man, aber das ist die kulturelle Bereicherung und bringt eine vollkommen reaktionäre, demokratiefeindliche, frauenfeindliche Religion und politische Ideologie nach Europa in der Hoffnung, eine offene, bunte Gesellschaft zu generieren. Es ist eine schiere Schizophrenie, was unsere Eliten hier machen. Sie behaupten, sie seien fortschrittlich, de facto sind sie reaktionär bis auf die Knochen. Und genau diese Leute, die Genderisten und die radikalen Feministen diese ganzen Leute werden ja die ersten Opfer sein der Islamisierung.
Und das ist den Leuten nicht klar. Sie holen also eine Kultur, eine politische Ideologie nach Europa, die nicht nur die europäische Kultur zerstört, sondern deren erstes Opfer sie selbst sind. Derjenige indigene Mann, der sagt, ich bin hetero und kann Frauen nicht leiden, der würde sagen, naja, gut, ein Christ, aber immerhin, so ganz schlecht ist er nicht. Das ist ja der völlige Widerspruch dieser ganzen Ideologie, dass man nicht nur die eigenen kulturellen und politischen Grundlagen untergräbt und seine Kultur vernichtet, sondern dass man das noch bewusst macht. Und jetzt hat man schon jahrelang die Erfahrung gemacht, was dabei rauskommt, was Islamisierung heißt, Kriminalisierung, unglaubliche Zunahmen von Sexualdelikten. Also Schweden hat die zweite höchste Vergewaltigungsrate auf der ganzen Welt. Es gibt nur noch einen afrikanischen Staat, der ein bisschen höher ist. Also die Konsequenzen dieser Islamisierung und kulturellen Bereicherung kann ja jeder jeden Tag nachlesen, nachsehen. Trotzdem halten die ganzen kulturellen und politischen Eliten, von der Frau Merkel bis zu den ganz Linken, an dieser Ideologie fest. Die Zeitungen sind gleichgeschaltet. Wir haben eine Gleichschaltung der Zeitungen, der Medien, insbesondere in Deutschland. Die war im Nationalsozialismus nicht rigider. Nur damals brauchte man eine totalitäre Diktatur, um gleichzuschalten. Heute machen wir selbst. Wir brauchen nicht mal mehr einen Diktator. Wir machen es selbst. Völlig absurd. Und deshalb müssen wir eben auch darüber reden. Wir können die Islamisierung nicht bekämpfen oder in eine andere Richtung lenken, solange diese Leute die höchsten Jobs haben in den Medien, in der Politik, in der Wissenschaft. Das heißt, die schlimmsten Gegner bei der Islamisierung, das sind unsere lieben Mitbürger, die dem Multikulturalismus anhängen. Und solange sie die Deutungshoheit haben, die politische Macht, die mediale Macht und an den Universitäten die absolute Mehrheit darstellen in den verschiedenen Geistes- und Sozialwissenschaften, sind wir völlig hilflos, irgendwas gegen Islamisierung zu machen. Weil es wird ja abgeblockt. Wir können nicht in den Medien schreiben. Man muss in die sozialen Medien gehen, in die Netzwerke, in Zeitungen wie in der FAZ, die mal eine der besten Zeitungen der Welt war, lesen Sie heute nur noch kulturellen, politischen Schwachsinn. Ja, das ist, wenn ich vor 15 Jahren gesagt hätte, FAZ ist nicht viel besser als die Kronenzeitung, hätten sie gelacht. Heute würde ich sagen, also, wurscht, welche man liest. Beides gleich scheiße. Also, und das ist für meines Erachtens sehr wichtig. Wir können uns nicht nur immer über die Islamisierung beklagen, ohne zu wissen, dass wir selbst, sprich mediale, politische und wissenschaftlich-kulturelle Eliten, seit Jahrzehnten diese Islamisierung bewusst betreiben. Und wir müssen erst mal da ansetzen. Wir müssen erst mal sagen, wir müssen diese Entwicklung aufhalten, überwinden. Wir müssen wieder zu einer wirklich offenen Gesellschaft kommen. Wir leben nicht mehr in einer offenen Gesellschaft. Wer bei Pegida-Veranstaltungen in Deutschland mitgemacht hat, lief Gefahr, seinen Job zu verlieren. Das hat mit Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Islamkritiker werden kriminalisiert. Der Michael Stürzenberger, ein deutscher Islamkritiker, hat jetzt eine Anklage bekommen von der Staatsanwaltschaft Graz, weil er sich erdreistet hat, bei einer Veranstaltung zu sagen, dem Islam sei die Gewalt inhärent. Jedes Kind weiß das, das mich beschäftigt. Aber er hat jetzt eine Anklage von der Staatsanwaltschaft Graz wegen Volksverhetzung. Das heißt, wir leben eigentlich nur noch bedingt in einem Rechtsstaat. Einen wirklichen Rechtsstaat haben wir nicht mehr. Aber es wird so getan, als würden wir noch in einem solchen leben. Jeder, der das kritisiert, wird sofort kriminalisiert.
Das ist aber nicht nur beim Islam. Jemand, der sagt, der Euro kann nicht funktionieren, ist ein Euro-Hasser. Jeder, der sagt, die EU ist leider nicht das geworden, was sie mal wollten, ist ein Europa-Hasser. Und jeder, der den Islam kritisiert, ist ein Islam-Hasser. Also ich kenne das eigentlich nur aus der DDR. Die DDR hat so funktioniert. Und wir dachten ja, mit dem Zusammenbruch des Sozialismus kommt die Demokratie auch dorthin. Ich habe so langsam, also gerade in Deutschland, das Gefühl, nicht die DDR hat sich uns angeschlossen, sondern wir haben uns der DDR angeschlossen. Und da ist irgendwas schiefgelaufen, da ist der Politiker gefragt, weil es ist auch in Österreich genauso schiefgelaufen, nicht nur in Deutschland. Also das ist ja nicht kein deutsches Phänomen. Also das sind mal die, ich habe versprochen, ich rede nicht allzu lange, das sind mal so ganz grob zusammengefasst, worum es mir auch in dem Buch ging und was jetzt auch wahrscheinlich unsere Diskussion ausmachen wird. Aber ich übergebe jetzt mal dem Politiker das Wort mit der Frage, warum leben wir eigentlich nicht mehr in einem Rechtsstaat? Ja, ich sage auch danke. Zuerst einmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass so viele den Weg hierher gefunden haben zu einem sehr kontroversiellen Thema. Ich hatte schon Angst, dass vielleicht ein paar Islamisten hier sein werden, aber Gott sei Dank nicht. Noch nicht, genau. Also vielleicht in ein paar Jahren wird es dann so sein, dass bei solchen Veranstaltungen nicht die Linken stören, sondern dann eben die Islamisten, die das eben nicht hören wollen, was wir zu sagen haben. Aber noch ist es ja nicht so weit und ich glaube, wir sitzen auch heute hier, um das gar nicht so weit kommen zu lassen. Denn wir wollen unsere Meinung artikulieren, egal ob das jemandem passt oder nicht. Ich glaube, das sind wir uns selbst auch schuldig, dass wir uns nicht verstecken und vor jenen, die nicht vor Gewalt zurückschrecken, auch nicht in die Knie gehen. Jetzt tue ich mich natürlich ein bisschen schwer, wo ich anfangen soll, denn das Thema ist unglaublich breit. Ich fange vielleicht einmal bei den Flüchtlingen an, weil dort ist einiges im Argen. Also zuerst einmal die Frage, wo kommen die mal her? Ja? Warum kommen plötzlich so viele? Das hat sicherlich mehrere Gründe. Also erstens einmal sicher das Versäumnis der Weltgemeinschaft vor Ort für dementsprechende Unterstützung zu sorgen. Wir wissen ja, dass sogar Österreich die eigenen Zahlungen zurückgefahren hat, und zwar weniger als die Hälfte dessen, was man im Jahr davor gezahlt hat. Viele Staaten haben es überhaupt ausgesetzt, sodass UNHCR, also dieses Flüchtlingshilfswerk der UNO, vor einem Jahr schon gewarnt hat, dass eben die Flüchtlingslager nicht einmal mehr zur Hälfte ausfinanziert sind und Beträge von $38 im Monat für einen Flüchtling auf $9 im Monat gekürzt werden mussten. Und dass das natürlich zu gewissen Problemen in der Region führt, ist auch nachvollziehbar. Das löst aber noch nicht die Frage, warum die jetzt alle zu uns kommen. Da hat sicher auch die Türkei einen großen Anteil daran. Da die Türkei, und das sieht man jetzt, also manchmal werden die Dinge erst nach Monaten offensichtlich, die Türkei verwendet jetzt ihr Faustpfand, nämlich Flüchtlinge, um den EU-Beitritt zu ihren Bedingungen zu beschleunigen. Die Türkei hat das ganz offen angesprochen, wenn die EU nicht hier, was die Bedingungen eines Beitritts betrifft, nochmal nachbessert, dann werden sie halt nicht aufhören, uns die Flüchtlinge zu schicken. Und die Türkei hat sie ja in der Hand, nicht, ob sie diese Menschen auf Europa loslässt oder nicht. Und ein wichtiger Punkt, den man auch nicht vergessen darf, ist natürlich die Frau Merkel. Die Frau Merkel hat diese Einladung ausgesprochen, die wir alle kennen. Und dieser Einladung sind ganz, ganz viele gefolgt, was ja auch nachvollziehbar ist. Wenn man in das eines der reichsten Länder der Welt eingeladen wird und aus einem sehr armen Land kommt, ich spreche jetzt noch gar nicht von den Islamisten oder sonstigen Verbrechern, die da auch mitkommen, aber jetzt mal nur von jenen, die sich ihre Lebenssituation verbessern wollen, ist das natürlich sehr, sehr reizvoll. Und deshalb sind natürlich auch viele gekommen. Wenn man jetzt weiß, was da der Hintergrund ist, erstens ein wirtschaftlicher Hintergrund. Die Deutschen haben ja ein demografisches Problem, so wie wir, dass spätestens in 5 bis 10 Jahren ihnen angeblich die Arbeitskräfte ausgehen werden. Zumindest behaupten das die Wissenschaftler. Und da man natürlich gerade in der Industrie besonders vorsichtig ist, hat man jetzt einmal die Frau Merkel gedungen, hier eine Einladung auszusprechen. Und angeblich sind die syrischen Flüchtlinge ja besonders gut ausgebildet.
Und da ist die Industrie natürlich schwer begeistert, dass hier mal ein paar tausend brauchbare Arbeitskräfte kommen und die Hunderttausenden, die dann tatsächlich nicht so qualifiziert sind, die gehören dann natürlich dem Sozialsystem. Und das war der Industrie ja immer egal. Hauptsache, sie können diese Perlen heben und der Rest bleibt im Sozialsystem. Und das vielleicht vom Interesse der Wirtschaft, die ja sofort aufgesprungen ist auf den Zug. Ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt haben. Also sind fast nur positive Meldungen aus der Wirtschaft gekommen. Ja, super, jetzt kommen sie, die Flüchtlinge. Endlich haben wir die Arbeitskräfte, die wir brauchen. Und ein Punkt, der auch jetzt in den letzten Tagen ruchbar wurde, der auch sehr interessant ist, die Frau Merkel, man höre und staune, will den Friedensnobelpreis. Und den kriegt man natürlich in unserer Welt, wenn man besonders lieb und nett ist zu allem und jedem. Egal, ob das für die Gesellschaft gut ist oder nicht, Hauptsache man ist lieb und nett. Also das mal ein bisschen zur Gemengelage. Da gibt es natürlich noch viele andere Faktoren, die da auch ganz stark mitspielen. Die Interessenslagen vor Ort, Katar, Saudi-Arabien, USA, auch Israel, all das spielt mit. Dann die Ausrüstung der einen Seite gegen die andere Seite, die Aufrüstung. Also ich will das jetzt nicht zu sehr ins Detail ausführen. Entscheidend ist, und das ist, glaube ich, auch die Frage gewesen, warum macht man das? Ja? Also ich habe jetzt die Hintergründe ein bisschen erklärt, also mit Wirtschaft und so weiter, aber das kann es noch nicht ganz erklären. Denn die Frau Merkel und der ganze linke Mob, auch in Österreich, ist ja nicht dumm. Da gibt es ja auch Leute, die mitunter ihr Gehirn auch zum Denken verwenden. Und deshalb müsste man sich fragen, warum akzeptieren die das? Nicht noch dazu, wo wir im Parlament permanent erleben, wie die Frau Klawischnik abwärts uns, wenn wir nicht durchgendern bei einer Rede, ja, und nicht bei jedem Satz sagen, liebe Österreicher und Österreicherinnen, und vielleicht einmal die Innen vergessen, dann gibt es gleich einen Aufstand und Wahnsinn, wie kann man nur so ewig gestrig sein? Und dann hören wir hier, dass sehr viele dieser muslimischen Freunde da ein ganz anderes Bild von Frauen haben, und das ist auch bekannt. Es ist jetzt schon bekannt. Ich spreche oft mit Lehrern und Lehrerinnen, die haben ein Problem mit den Vätern der Schüler, die mit der Lehrerin prinzipiell nichts zu tun haben wollen. Oder am Gericht habe ich selbst einen Fall erlebt, wo eine Richterin am Arbeits- und Sozialgericht den Fall abgewiesen hat, beziehungsweise zurückgewiesen hat, weil er sie nicht anschauen wollte, ne? Der wollte in Frühpension gehen am Arbeits- und Sozialgericht, wollte das gerichtlich durchsetzen, nicht? Und er konnte mit ihr nicht sprechen, er konnte sie nicht ansehen, weil sie eine Frau ist. Also das ist Alltag, das wissen wir und das wissen auch die Linken, aber trotzdem sind sie hier auf diesem Auge blind. Und dann ist die Frage, warum? Das ist die Frage, muss man sich ja stellen. Warum ist das so? Und ich habe mir das so erklärt, vielleicht gibt es im Publikum dann, wenn wir in die Diskussion gehen, deswegen stelle ich die Frage jetzt so offen, wir wollen eine spannende Diskussion, warum machen die das? Und ich glaube, es liegt daran, weil die Linken haben eben diese Religionsfreiheit, dass jeder sozusagen nach seiner Fasson leben kann, sozusagen intravenös aufgenommen seit Geburt. Und wenn sie jetzt davor zurückschrecken und sagen, nein, es gibt doch eine Religion, die wir hier nicht haben wollen, dann würden sie ihr eigenes Gedankenkonstrukt ad absurdum führen. Das heißt, ihre eigenen Überzeugungen über Bord werfen. Ja? So wie ein Vegetarier, der nach vielen Jahrzehnten draufkommt, ist vielleicht doch gescheit, Fleisch zu essen. Ja? Das wird so eher nicht passieren, außer vielleicht durch spezielle Umstände. Aber letztlich, man will seine eigenen Überzeugungen, die man jetzt so lange gelebt hat, nicht über Bord werfen. Und das ist in der Frage, in der Religion natürlich ein Riesenproblem für die Linken. Und natürlich auch in der Überzeugung, alle Menschen sind gleich. Für den Linken gibt es ja keinen Österreicher, keinen Deutschen, keinen Ungarn, sondern sie sind Weltenbürger. Was sie maximal trennt, ist die Klasse. Das heißt, die trennen nicht zwischen Österreichern und Deutschen oder Österreichern und Syrern, sondern die trennen zwischen Arbeitern und eben Begüterten, eben Proletariern und Bourgeoisie, hat man früher dazu gesagt. Aber denen geht es eher um Klassen und nicht um Grenzen. Und das ist das Problem. Das heißt, wenn jetzt ein Linker sagen würde, wir haben gesagt, alle vereint euch, Europäische Union ist ja ein linkes Projekt, da geht es ja darum, alle Menschen sind grundsätzlich integrierbar, alles ist sozusagen unter einer Weltregierung subsumierbar, das ist die Idee dahinter. Die Europäische Union ist ja gegründet als Idee einer Weltregierung. Und der es nicht glaubt, kann sich einmal ein bisschen in der Geschichte vertiefen. Da geht es darum, man will den Krieg für alle Zeit beenden, indem man
alle Völker vereint in eine Regierungsform und mit einer Weltregierung hier alles regelt. Und das würde dem widersprechen, wenn man sagt, es gibt aber Völker, die nicht integrierbar sind. Es gibt Religionen, die nicht integrierbar sind. Und das ist der Grund, warum man sich hier selbst täuscht und indem man hier sagt, wir machen einmal die Grenzen auf, wir werden dann hier schon mit Integrationsmaßnahmen, mit Schulung, mit einer Aufklärung, einer nachträglichen, so wie es im Christentum ja durch Luther, Calvin, Zwingli und das kennen Sie alles, passiert ist, das wird dem Islam auch gelingen, das ist die Idee dahinter, ne? Dass das mitunter Millionen Tote kosten wird, weiß man noch nicht oder will man noch nicht wahrhaben. Und ein Blick in die Vergangenheit macht uns sicher. Der Libanon zum Beispiel, ein sehr guter Freund von mir, ist Libanese und der hat mir das in allen Farben geschildert, wie das war. Der Libanon war in den 60er Jahren, 70er Jahren, Anfang 70er, die Schweiz des Nahen Ostens, war sehr, sehr, sage ich jetzt mal, offen, weltoffen und ja, so wie wir, tolerant. Beirut war damals das Paris des Nahen Ostens, also sehr westlich eingestellt. Und was ist passiert? Durch den Zuzug von Islamisten, ja, ist mittlerweile die Situation eine ganz andere und der Libanon steht kurz vor einem Bürgerkrieg und wird wahrscheinlich der nächste Problemherd in der Region. Also das zur Zukunft und ich sehe das in vielen Punkten sehr ähnlich. Es ist eine Riesenherausforderung. Es geht jetzt darum, dass wir politisch eine Entscheidung treffen. Und zwar, die Entscheidung ist, wollen wir das? Ja, wollen wir dieses Experiment? Denn es ist ein Experiment. Weil die einen sagen, ja, wir lassen die rein. Da sind auch mitunter Raketentechniker dabei, da sind Ingenieure dabei, Maschinenbau, alles wunderbar. Ja? Aber die Frage ist, können wir den Islam in unsere Gesellschaft integrieren, sodass es keine Probleme gibt? Wo es ja jetzt so aussieht, und das ist, viele sagen mir immer, ja, der Islam ist integriert, schauen Sie in Österreich, wir haben 7% Muslime und relativ wenig Probleme. Wenn Sie aber sich anschauen, was in anderen Ländern passiert, dann ist genau das, was Sie gesagt haben, bis zu 10% ist es meistens ruhig. Zwischen 10% und 15% beginnen die Probleme. Zwischen 15% und 30% der Bevölkerung gibt es Parallelgesellschaften, gibt es schon fast bürgerkriegsähnliche Zustände in manchen Regionen. Und ab 50% geht es dann Richtung Islamischer Staat. Und das Ganze natürlich mit unglaublichen Verwerfungen und Problemen. Das heißt, was wir jetzt haben, ist eine Situation, wo wir noch unter dieser 10%-Schwelle liegen und deshalb wir das nicht so wahrnehmen in unserem täglichen Alltag. Aber wir kommen über diese Grenze hinweg und da muss man nur nach Paris schauen. Da gibt es nämlich Vororte, wo die Muslime schon über 30% ausmachen und dort sind diese Probleme sozusagen im Kleinen schon sichtbar. Bei uns sind sie relativ gut verteilt und dadurch gibt es nur an gewissen Hotspots, die wir kennen in Wien, diese Probleme, wo es auch schon ein bisschen sichtbar wird, aber sonst wird es noch nicht so stark sichtbar, die Probleme. Und deshalb ist es für uns jetzt die politische Entscheidung. Wir müssen jetzt für uns die Entscheidung treffen, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und die Frage ist, was können wir politisch tun? Und die Antwort ist relativ kompliziert. Einmal fürs Erste nicht viel. Auf den ersten Blick nicht viel, aber auf den zweiten Blick sehr viel. Warum? Weil letztlich, wenn man sich die Zeitungen durchliest, ja, dann hat man das Gefühl, 99% der Österreicher finden das ganz großartig, was hier passiert. Wenn man aber dann die Kommentare in den Zeitungen durchliest, und ich mache das immer, das ist meine Aufgabe, mein Beruf, das mir durchzulesen, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was die Bevölkerung denkt. Und da sieht man, das passt nicht zusammen. Es passt überhaupt nicht. Sogar der Standard, und ich verfolge das immer im Standard, wo normalerweise, was geschrieben wird, mindestens 50% dem zustimmen, oft sogar 70%, 80%, 90%. In dem Fall war die Zustimmung unter 20%. Ganz, ganz selten für den Standard, der eher links ausgerichtet ist. In anderen Medien unter 10%. Wir haben das auch wirklich statistisch erhoben. Da sieht man also, dass das, was die veröffentlichte Meinung will und das, was die Bürger wollen, ganz weit auseinander geht. Und wir als politische Bewegung haben die Möglichkeit, hier so viel Druck auszuüben, dass das nicht übersehen werden kann. Es kann nicht übersehen werden, dass die Bevölkerung das nicht will. Und da geht es mir nicht um Religionsfreiheit oder nicht. Ich bin ein sehr toleranter Mensch. Nur ich sage immer, Toleranz muss erwidert werden. Das heißt, wenn ich sozusagen jemand anderen tolerant gegenüber bin, aber er mir nicht gegenüber,
dann habe ich ein Problem. Und genau das ist das Problem im Islam und bei den Muslimen. Das heißt, dort gibt es keine Toleranz. Also ich kenne auch in meinem Umfeld Muslime, und durch meinen Freund, der Libanese ist, bin ich besonders sensibilisiert, weil der mag die natürlich nicht, ne? Die haben ihm sein Land ruiniert. Und der stößt mich immer darauf hin, auf die Probleme und auf die Weltanschauung, die diese Menschen haben. Und du kannst es ihnen nicht nehmen. Es war vor kurzem im deutschen Fernsehen ein Bericht über die dritte Generation muslimischer Einwanderer. Dritte Generation. Die vierte sogar schon. Okay, ich habe den Bericht mit der dritten Generation gesehen, aber mag bei der vierten auch nicht besser sein. Auf jeden Fall, das Frauenbild, das Weltbild, das Menschenbild hat sich nicht verändert. Das wird von den Eltern weiter vererbt, auf die Eltern, auf die Enkelkinder und so weiter. Das heißt, dieses Weltbild passt nicht mit uns zusammen. Erstens, was die Frau betrifft, überhaupt kein Respekt vor Frauen. Zweitens, was die Toleranz betrifft, anderen gegenüber, anderen Lebensentwürfen, null. Und natürlich auf das, was wir, man mag es gut oder schlecht finden, unsere Kultur, unsere auch Unkultur nennen, dass zum Beispiel, dass man sich in einem Bierzelt setzt und dann auch einmal einen über den Durst trinkt, das wäre in einer islamischen Gesellschaft unmöglich. Oder eine Frau mit kurzem Rock oder eine Frau, die einen Mann in die Augen sieht. Das wäre alles undenkbar. Das heißt, für uns ist jetzt die Entscheidung zu treffen, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Die Frage ist nicht, ob wir recht sind, ob wir böse Menschen sind, ob wir vielleicht Ewiggestrige sind, ob wir was auch immer da kommt mit der Nazikeule, sondern die Frage ist, wir leben in Österreich, das ist unser Land, das müssen wir mal begreifen. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der das noch nicht begriffen hat, aber das ist jetzt unser Land, so wie es mein Haus ist, in dem ich wohne und wo ich die Regeln mache. Und wenn beim Nachbarn ein Brand ist, ja, und der Nachbar sagt, mein Haus ist abgebrannt, das dauert 3 Monate, bis das wieder steht, bitte hilf mir, nimm mich auf. Dann werde ich als guter Nachbar sagen, kein Problem, ich habe ein Gästezimmer, da kannst du wohnen. Aber wenn er sich dann nicht an die Spielregeln hält, meine Frau belästigt, mitten in der Nacht in mein Schlafzimmer kommt, mir gute Ratschläge gibt, wie ich mich anzuziehen habe, ja, was ich am Wochenende zu tun habe und zu welchem Gott ich beten soll, ja, dann werde ich ihm irgendwann einmal sagen, lieber Freund, ich habe dir das Gastrecht gegeben, wenn dir was nicht passt, musst du einfach woanders hingehen. Nicht? Und das ist der Punkt. Das heißt, im normalen Umfeld hat keiner ein Problem. Oder diese Geschichte, die ich jetzt erzählt habe vom Nachbarn, das wird jeder nachvollziehen. Niemand würde sagen, na, wenn der Frau zudringlich wird oder sonst irgendwelche Dinge macht, das muss doch akzeptiert werden. Wird keiner machen. Aber im Staat tun wir das. Im Staat kommt eine Journalie daher, kommen linke Meinungsbildner daher und sagen uns, das musst du akzeptieren. Warum eigentlich? Warum muss ich das akzeptieren? Ich muss es nicht akzeptieren. Und wir müssen es alle nicht akzeptieren. Und das ist die Entscheidung, die wir zu treffen haben. Und wenn wir wirklich dagegen ankämpfen und mit guten Argumenten und sachlich dagegen ankämpfen, das ist mir auch wichtig. Denn die Gegner versuchen uns ja schlecht zu machen permanent. Mit der Nazikeule. Und das geht nur dann, wenn wir Fehler machen in der Argumentation. Aber solange wir sachlich argumentieren, das mit Fakten unterlegen und Beispiele bringen, die nachvollziehbar sind, kann man uns nicht an. Und dann können wir diesen Umschwung erzeugen, der aus meiner Sicht in der Bevölkerung schon latent da ist, dass wir das nicht akzeptieren wollen. Und wenn schon Zuwanderung, wenn wir das angeblich brauchen, weil wir keine eigenen Kinder mehr haben, aufgrund einer verfehlten Familienpolitik, dann holen wir uns doch bitte Zuwanderer, die man auch integrieren kann. Denn ein Ungar wird nie auf die Idee kommen, eine eigene ungarische Partei in Wien zu machen. Ein Türke sehr wohl. Ne? Also die Türken haben diese Idee. Wir brauchen eine eigene türkische Partei. Das muss man sich mal vorstellen, auf der Zunge zergehen lassen. Da kommen Gäste zu uns, die angeblich Österreicher werden wollen und machen eine türkische Partei. Ein Ungar wird nie auf die Idee kommen, eine ungarische Partei in Wien zu machen. Vor allem, er würde dann fragen, Entschuldigung, warum soll ich eine ungarische Partei machen? Was braucht ein Ungar anders, als ein Österreicher braucht? Was wäre jetzt der besondere Bedarf für einen Ungarn? Aber bei den Muslimen und im Speziellen jetzt in Wien bei den Türken gibt es diesen Bedarf. Die wollen eine andere Politik. Und da geht es nicht darum, breitere Straßen zu bauen, sondern da geht es darum, dass sie einen Lebensentwurf haben, den sie leben wollen wie in einer Heimat und sie wollen uns dazu zwingen, ihren Lebensentwurf anzunehmen. Und das geht's. Und deshalb freue ich mich schon auf die Diskussion, weil ich glaube, dass solche Veranstaltungen, wie wir heute hier sind, unglaublich wichtig sind
um diese Grundsatzentscheidung einmal zu treffen. Wenn wir heute hier rausgehen und sagen, was der Luger da sagt, ist ein totaler Blödsinn, nicht? Ich will, dass die Muslime kommen, im Notfall ziehe ich mir auch lange Kleider an oder schaue halt einen Mann nicht in die Augen oder was auch immer, dann ist es auch in Ordnung. Das nennt man Demokratie. Aber diese Frage muss man stellen und die muss man nicht nur hier drinnen stellen, die müssen wir auch draußen stellen, den Menschen, die keine Ahnung haben, was da auf sie zukommt. Müssen wir ihnen stellen, wollt ihr das? Und wenn dann 51% sagen, ja, das wollen wir und das sind noch nicht Muslime, das sind dann noch Österreicher. Wenn 51% sagen, ja, das wollen wir, dann bin ich so viel Demokrat und sage, okay, schauen wir es uns an, im Notfall kann ich auswandern. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Und wenn die Menschen wissen, was auf sie zukommt, werden sie nicht sagen, das wollen wir. Und genau um das geht es. Und jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Herzlichen Dank, Robert Luger, Michael Ley. Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, will ich noch dieses Buch erwähnen, das der Dr. Ley geschrieben hat. Der Selbstmord des Abendlandes, die Islamisierung Europas, ist bei uns käuflich erwerbbar, hinten bei der Frau Barbara Kupfer. Also wer das nachher noch kaufen will, hat die Gelegenheit dazu. So, steigen wir vielleicht in die Fragerunde ein. Brauchen wir ein Mikro, gleich da vorne. Lene, oder? Fangen wir gleich da vorne an. Ja, danke für die Vorträge. Ich finde, die Antwort hat der Putin eigentlich recht klar gegeben, wo er gesagt hat, wem es nicht passt, wir sind kein Land für, dass wir uns anpassen, sondern die Leute sollen sich anpassen, die dorthin kommen wollen. Und bei uns traut sich das kein einziger zu sagen. Ich weiß nicht, wie das in Wahrheit wirklich zu lösen ist. Weil was ist, wenn die Deutschen jetzt anfangen, die Leute zurückzuschicken mit diesen schnellen Verfahren, wo sie hergekommen sind, also nämlich am Westbahnhof, ja? Was wird dann passieren, wenn wir da auf einmal hunderttausende Leute haben, die legal aus Deutschland abgeschoben sind in ihr sicheres Herkunftsland? Also sie sind ja schon da. Also wir gehen davon aus, und das war die Message des Tages, es werden 2015 ungefähr 1,5 Millionen, also nur im Jahr 2015, 1,5 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Für Österreich könnte die lassen sich nicht registrieren und leben illegal hier. Das heißt, man wird also nicht die 80.000 sogenannten Migranten haben, von denen der Herr Häupl spricht, sondern man wird längst Ende des Jahres weit über 150.000, 200.000 Migranten haben. Also sie kommen nicht, sie sind da. Und sie sind nicht integrierbar. Es sind vielleicht 20% syrische Kriegsflüchtlinge. Der Rest sind junge Männer zwischen 20 und 30 Jahre, wohlgenährt, best angezogen mit Smartphones, die nicht aus Not kommen, sondern die das Geld haben von ihrer Familie, die hierher kommen. Und man kann davon ausgehen, dass ein junger Migrant 4 bis 8 Leute nachzieht an Familienmitgliedern. Also jetzt rechnen Sie mal für Deutschland 1,5 Millionen mal 4, dann sind Sie bei 6 Millionen, mal 6 sind Sie bei 9 Millionen. Also das heißt, diese 1,5 Millionen, die nur dieses Jahr kommen, werden in wenigen Jahren 6 Millionen ausmachen oder 9 Millionen. Und das können wir nicht mehr steuern. Es ist nicht mehr abhängig von dem Willen der Österreicher und der Deutschen, ob wir das noch steuern können. Bei diesen Zahlen ist es vorbei. Das hätten wir vielleicht noch vor 5 Jahren machen können. Was hier Merkel gemacht hat, ist nicht nur der Zusammenbruch des Rechtsstaates. Merkel ist die größte Kulturvernichterin nach Adolf Hitler. Und das müssen Sie sich klar machen. Okay, nächste, aber ich glaube da vorne, der Herr mit dem roten Pullover, bitte.
habe eine grundsätzliche Frage ja. an Sie beide. Mhm. Und zwar, Sie haben beide gesagt, der Islam ist eine Religion. Ich frage mich, wieso ist er eine Religion? Die Basis des Islams ist bekanntlich der Koran. Wenn Sie den durchblättern, finden Sie, dass man eine tiefe Hand abhalten muss. Finden Sie, dass man kein Alkohol trinken darf. Finden Sie, dass ein Mann 4 Frauen haben darf. Finden Sie, dass dieser Mann die Frauen schlagen darf. Finden Sie, dass es eine Kopfsteuer für... Ist klar. Wenn ich... Das könnte man fortführen ohne Ende. Ja. Und bin ich der Ansicht, der Islam ist keine Religion, sondern eine so große Gesellschaftsform mit so einem kleinen bisschen Religion. Und gut. Darum kann man meiner Ansicht nach auch den Islam mit einer echten Religion vergleichen. Mhm. Wenn ich Ihnen ganz kurz antworten darf... Ich habe eingangs gesagt, der Islam ist beides, eine Religion und eine politische Ideologie. Also in der Politikwissenschaft haben wir schon den Begriff der politischen Religion. Das ist, ja, da kennen Sie den Begriff der politischen Religion. Unter politischer Religion versteht man Nationalsozialismus, Faschismus, Kommunismus. Und der Islam ist in diesem Sinne auch eine politische Religion, weil er politisch totalitär ist. Also wir haben zwei politische Religionen überstanden, Faschismus, Kommunismus, und dachten, wir leben jetzt endlich in Freiheit. Und jetzt kommt die nächste politische Religion, der nächste politische Totalitarismus in Form des Islam und des radikalen Islam. Aber auch schon der orthodoxe Islam, der ist nicht mit Demokratie vereinbar. Insofern gebe ich Ihnen natürlich recht. Okay, der Herr da vorne, bitte. Ja, also vorweg einmal, ich bekomme keine Provision, ich habe dieses Buch gelesen. Ich kann Ihnen nur raten, kaufen Sie sich das Buch und lesen Sie es. Aber ich sage gleich dazu, Sie werden, wenn Sie es gelesen haben, werden latente Ängste und Sorgen größer sein, als bevor Sie es gelesen haben. Aber nun zu meiner eigentlichen Frage. Herr Dr. Ley, Sie haben unter anderem gesagt oder erwähnt diese enorme uniforme Gleichschaltung der Medien. Das hat sich, finde ich, in den letzten 10 Tagen ein bisschen geändert, und zwar zunehmend liest und hört man auch von anderen Meinungen. Aber vom Prinzip her stimmt es. Und daraus folgt für mich eine Frage an den Politiker, an den Herrn Luger. Wir haben also seit Kreisky keine linke Mehrheit in Österreich, sondern eine nicht linke Mehrheit. Wir haben aber nahezu durchgehend, insbesondere was die Massenmedien betrifft, nur linke, linksorientierte, linkslastige Medien. Meiner Meinung nach ein enormes Versäumnis des nicht linken Österreichs, aber das ist jetzt da. Und Politik findet nur insofern statt, als sie von Medien transportiert wird. Und wir bekommen nur Linkes transportiert, weil den Herrn Unterberger und den Christian Ortner, den liest kaum jemand. Was können die Politiker, die nicht Linken, tun, damit diese unsägliche linke Mediendominanz modifiziert oder aufgelöst wird? Ja, also zuerst einmal, Ihre Analyse ist nicht ganz richtig. Also wir haben praktisch nur linke Parteien. Sogar die FPÖ ist die soziale Heimatpartei. Und unter Schüssel war es ja ein riesiger Vorwurf, diese soziale Kälte, die man ihm nachgesagt hat, war in Wahrheit nur ein Versuch, aus diesem linken Mainstream auszubrechen. Das heißt, wir haben eine Kultur, eine österreichische Kultur, die über die Sozialpartnerschaft von dieser permanenten Konsensfindung hin zu einer Wohlfühlgesellschaft linken Couleurs gekommen ist. Ja? Und wir sind in Wahrheit in einer politischen Landschaft, die praktisch nur links ist. Es gibt da Abstufungen, aber so richtig rechte Parteien im Sinne von freier Marktwirtschaft, im Sinne von Zurückdrängen des Sozialstaates, im Sinne von Eigenverantwortung gibt es bei uns praktisch nicht. Und das ist das Problem. Das heißt, die Medien spiegeln ja nur die Verhältnisse in Österreich wider. Und dieses alles auf den Staat projizieren ist gang und gäbe. Nicht? Das heißt, die meisten Bürger sind mit der Staatsmilch aufgezogen, und die erste Frage, die sie stellen, ist, was kann der Staat für mich tun?
und man gibt sozusagen die eigene Freiheit dem Staat und erwartet dafür die totale Versorgung. Und das ist schon etwas, was wir von Kreisky übernommen haben und dann weitergetragen haben und ist mittlerweile in allen Parteien präsent. Also wenn wir da wieder zurück wollen zum mündigen Bürger, der auch sein eigenes Leben wieder mit in die Hand nimmt, der sagt, ich gebe sozusagen diese Vollkasko-Mentalität ein Stück weit auf und schaue auf mein eigenes Leben, bin selbstverantwortlich, bin eigenverantwortlich, treffe meine eigenen Entscheidungen, will aber auch dann mitreden in der Politik, nicht so wie jetzt. So, dass man sagt, okay, so alle 5 Jahre habe ich mal ein kurzes Zeitfenster, wo ich mich dann einlullen lasse und dann eh wieder den gleichen Blödsinn wähle, sondern dass man wirklich sagt, ich will die politischen Verhältnisse tatsächlich mitbestimmen, also diese Bürgerbeteiligung, von der man immer spricht, die jetzt von der SPÖ abgedreht wurde, hat es ja eine große Diskussion im Parlament dazu gegeben. Also das ist alles eine Geschichte, wo aus meiner Sicht auch der Bürger aufwachen muss. Und solange der Bürger nicht aufwacht, wachen auch die Medien nicht auf, die spiegeln das alles nur. Und die meisten Bürger, also die, die hier sitzen, natürlich nicht, aber die meisten Bürger, denen ist das alles wurscht. Denen ist wichtig, dass die Sozialleistungen passen, dass sie relativ komfortabel leben und alles andere ist ihnen nicht so wichtig. Nicht? Und die meisten denken auch gar nicht über Politik nach. Und diese Islamisierungsgeschichte, was wir hier heute sprechen, das wissen die wenigsten. Also was wir hier heute gehört haben und was Realität ist und wo der Herr Doktor sagt, dass das schon eh zu spät ist. Ich glaube, es ist noch nicht ganz zu spät. Also es geht noch was, aber dass das wirklich so brisant ist, das wissen die meisten gar nicht. Also wenn sie da rausgehen und mit irgendjemandem sprechen, die haben davon noch nie gehört. Was, da gibt es ein Problem, wieso? Das ist genau das. Das heißt, die wohnen nicht in diesen Bezirken, wo die schon die Mehrheit haben oder zumindest an die 30% sind. Die haben wenig Berührungspunkte, außer wenn es vielleicht einmal, wie die Grünen immer wieder diesen Gemüseverkäufer ansprechen, der für sie sozusagen diese heile muslimische Welt darstellt. Mehr Berührungspunkte gibt es oft nicht. Und was da dahinter steckt, wenn man einmal so einen Hassprediger in so einer Moschee einmal zuhört, das sind ja die Gewerkschaftskongresse, wo auch mit Hass operiert wird, ja heilig dagegen. Nicht? Also die schüren den Klassenkampf dort. Ich war mal auf so einem Gewerkschaftskongress, das glaubt man auch nicht. Also da fühlt man sich in die 60er Jahre zurückversetzt, wie sie da versuchen, den Klassenkampf zu befeuern. Aber so eine Hasspredigt, ich habe eben über meinen Freund einmal da eine Abschrift gesehen von so einer Predigt, ein Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen. Was die da von uns halten, die halten uns für den letzten Dreck. Und wie kann man glauben, jemanden integrieren zu können, der einen für den puren Dreck hält? Das geht gar nicht. Und die halten uns nicht für den puren Dreck, weil sie vielleicht jemanden kennengelernt haben, der unhöflich war oder ungut, sondern die halten uns deswegen für den puren Dreck, weil wir nicht ihre Religion haben, weil wir nicht an Allah glauben und weil wir das alles nicht so leben, wie sie das gerne leben würden. Deswegen sind wir der pure Dreck. Also, wer glaubt, so jemanden integrieren zu können, ist ein Träumer. Danke. Der Herr da vorne mit dem... Ja. Hallo? Ja, danke schön. Ich kann mich dem nur anschließen, was jetzt gesagt wurde, zum großen Teil. Eines möchte ich aber schon dazu vermerken, man zieht sich immer so ein bisschen in die Schmollecke zurück und sagt, wir sind eigentlich so fürchterlich arm und wir können da eigentlich nicht viel machen und wenn die Medien nicht mitspielen und wenn die nicht mitspielen... Ich habe vielleicht ein bisschen so eine eigene Philosophie im Sinn von, man ist immer selber schuld. Das heißt, man muss auch etwas tun dazu, um gewisse Dinge vielleicht auch zu ändern, wobei auch die Politik gefordert ist. Was mir besonders auffällt, ist, dass zwei Punkte besonders fehlen. Das ist das Thematisieren von Dingen mit einem Lösungspotenzial daranhängen und eine Analyse, die auch wirklich die Leute zum Denken anregt. Also zum Bereich ganz kurz nur thematisieren. Ich war zum Beispiel am Westbahnhof und wir haben so eine Seite gemacht, wo wir genau wissen, was Kopftuchfrauen oder Kopftuchmädchen ein Problem darstellt. Sie kommen in den freien Westen, sie dürfen eigentlich nicht singen, tanzen, lachen, ist alles Kuffa, wie man das so schön nennt. Und auf dieser Seite steht,
steht, mit schönen Bildern. Warum tut ihr das nicht? Ihr dürft das jetzt, ihr seid hier im Freien Westen und das wurde so thematisiert und ausgeteilt. Das ist natürlich nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein, aber sowas fehlt mir einfach. Dieses Thematisieren und wenn diese Leute kommen, ihnen auch einen Verhaltenskodex oder eine gewisse Regeln oder gewisse Dinge zu thematisieren, auch öffentlich, und da ist auch die Politik gefordert. Bitte, dieses Thema gibt es, wie wird das an die Leute herangebracht, aber einfach nur zu sitzen und sagen, um Gottes Willen, wir sind ja so arm und können nichts tun, das ist eigentlich nicht ganz richtig. Das Zweite ist zum Beispiel auch mit der Genderismusgeschichte. Hier wird immer moniert, es ist fürchterlich, man muss immer das sagen, man ist immer sehr, sehr arm. Nur das Problem ist, warum macht man kein Volksbegehren? Warum thematisiert man das nicht? Warum thematisiert man nicht, dass man auf den Hochschulen keine ungegenderten Texte mehr abgeben darf? Das ist ja unglaublich, bitte. Und wir sind so arm und wir sind so... Und das Letzte noch, Analyse, jetzt ging es um die Kostensituation. Was ist los bei diesen Kosten? Es gibt keinen, der seitenweise das auflistet, welche Kostenarten, welche Strukturen, welche sprungfixen Kosten gibt. Da gibt es, wie wenn es nie eine Welthandel, wenn es nie eine Wirtschaft, wenn es nie irgendwas gegeben hätte. Also die Politik, finde ich, sollte hier schon sehr viel mehr aus dieser Ecke des Schmollens heraus, und wenn ich schon höre, wir können eh nichts machen, wir sind alle so arm, ja, bitteschön, dann tut's was. Okay. Ich ersuche ja, der Fairness halber, sich kurz zu halten, bitte. Ja, bitte, da gerne. Muss ich jetzt noch schnell was drauf sagen, weil der Eindruck ist natürlich nicht ganz richtig. Also erstens einmal schmollen wir überhaupt nicht. Zweitens, man muss unterscheiden. Sie haben zwar über das Gender, die Gender-Geschichte angesprochen, da haben wir x Veranstaltungen gemacht, gemeinsam mit dem Elternverein, ist auch gut in den Medien gekommen, nur das ist halt gegen den linken Mainstream. Ne? Das heißt, ich habe leider nicht den Vorteil, dass ich zum ORF fahre und die machen da mit mir eine Sondersendung. Das heißt, ich muss um jeden Kameraschwenk kämpfen, ich muss um jeden Statement kämpfen, um jeden Satz kämpfen, den ich unterbringe im ORF. Das ist leider eine Tatsache, aber das entbindet mich nicht, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, der Verantwortung, alles zu tun, um diese Situation zu verbessern. Und Sie können mir eines glauben, wir sitzen jeden Tag um 8 in der Früh zusammen im Club, die Mitarbeiter im Club können das bestätigen, sind auch heute ein, zwei hier, und denken jeden Tag darüber nach, wie schaffen wir es, die Botschaft heute rüberzubringen. Das machen wir über die sozialen Medien, das machen wir über Zeitungen, die doch was schreiben, im Moment wenig, weil gerade die Wiener Wahlen das Ganze überlagern, aber wir versuchen alles, jeden Tag aufs Neue, um das in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir sind natürlich eine kleine Gruppe, aber nichtsdestotrotz sind wir top motiviert, den Menschen die Augen zu öffnen. Und ich bin überzeugt, wenn wir noch so viel Zeit haben, ich weiß es nicht, wann der Point of No Return ist, wann man die Situation nicht mehr umkehren kann, wann einfach die Muslime zu viele sind und damit auch und durch die höhere Vermehrungsrate, die sie haben, letztlich irgendwann die Mehrheit haben werden. Diesen Punkt kenne ich nicht, aber ich hoffe, er ist noch nicht da und wir können noch einiges tun. Und was die Kosten betrifft, wir haben schon vor über einem Monat beim Budgetdienst des Parlaments eine Anfrage gestellt, die wahren Kosten auszuheben. Die haben das jetzt gemacht. Wir kriegen noch vor der Wien-Wahl angeblich das Ergebnis, aber es wird ungefähr dort liegen, wo die Prognosen auch vom Felderer sind, also ungefähr 1,2 Milliarden pro Jahr, jetzt einmal für das eine Jahr. Und dann, also diese 12,6 in Summe ist schon relativ realistisch. Und nur, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, was uns das alles kostet. Nicht? Und dann noch die eine Frage, Lösungen. Also ich bin immer Freund der Lösung. Und die Lösung ist ganz einfach. Die Lösung ist ganz einfach. Syrer, also Syrien den Syrern. Ganz einfache Lösung. Das heißt, warum entvölkern wir ganze Landstriche und bringen die nach Europa, versuchen sie zu integrieren mit den Problemen, die das mit sich bringt? Warum lassen wir sie nicht vor Ort? Das muss jetzt nicht in Syrien sein oder auch in Syrien in Schutzzonen oder rund um Syrien herum. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir mit einem Iraker, Afghanen, Syrer, Pakistani solidarisch sein sollten. Warum? Hat mir das jemand schon erklären können? Nein. Der Herr Bundeskanzler sagt immer, wir müssen solidarisch sein. Und dann sage ich immer, Ungarn-Krise, Tschechoslowakei-Krise, Jugoslawien-Krise, das waren unsere Nachbarn. Pakistani, Iraker, wo sind das unsere Nachbarn? Warum sind wir da irgendwie solidarisch? Wofür?
Was bringt das? Wo ist da der Vorteil, wenn man Iraker versuchen, bei uns anzusiedeln? Hat niemand einen Vorteil. Es hat der Iraker keinen Vorteil, der fühlt sich da maximal unwohl bei uns, weil ihm das ja überhaupt nicht gefällt, was wir da machen. Die Frauen mit den kurzen Röcken, das widert ihn an. Ich habe einmal gesprochen mit einem Afghanen, einem Muslimen, und der sagt zu mir, jede Frau mit kurzem Rock ist wie ein Stich in sein Herz. Das heißt, warum hat er solche Qualen? Warum schicken wir den nicht nach Hause, wo alles gut ist? Okay, aber komm, wissen Sie, Mann? Genau. So, bitte die Dame mit dem roten Pullover. Ja. Und nichts anderes. So ist es. Ja. Bitte die Dame war vor. Bitte ein bisschen Disziplin. Bitte. Ja. Hoffentlich nur mit der Rede, ja? Ja, ich möchte ganz kurz einmal darauf kurz eingehen, weil Sie gesagt haben, dass die Leute eher so sich auf den Staat verlassen. Das muss ich einhaken, ist es gewollt. Denn wenn ich einem Staatsbürger 50% von seinem Einkommen abziehe und ihn eigentlich, wenn er überleben will oder niedrigere Einkommen haben, sich auf die Zugeständnisse oder die Spendierfreudigkeit des Staates angewiesen sind, mache ich mir natürlich die Leute willig. Genau. Sie können gar nicht anders. Das fängt einmal als Erste an. Dann nehme ich ihnen aufgrund dessen die ganzen bürgerlichen Rechte mit Schritt für Schritt weg. Das heißt, es ist resignieren die Leute und wissen eigentlich genau, dass sie wie die Lämmlinge ins Unglück laufen. So wie der Präsident vom Rechnungshof gemeint hat, Österreich wird an die Wand gefahren. Und das stimmt mit Eilzugstempo. Und wir können es, fürchte ich, nicht mehr zurückhalten, weil wir wissen ja gar nicht, wie viel wirklich da sind. Weil wenn in einem Land Flüchtlinge sich weigern, ihre Identität preiszugeben, gefälscht und wir aber gar nicht registrieren lassen, dann ist der Rechtsstaat eh schon abgeschafft. Es ist ein Verrat an unserer Zukunft der Kinder und der Jugendlichen. Und da muss ich sagen, wieso haben Österreicher nicht den Anstand und die Zukunft ihrer Kinder zu gewährleisten? Da brauche ich immer mal Mut. Und das werden uns die Leute, die hereinkommen, zeigen uns das vor, was uns fehlt, leider Gottes. Danke. Genau. Der Herr Lichtnis. Sagt was, sag ich? Ich sage noch zwei, drei Dinge. Ja. In einem gewissen Sinne dürfen wir nicht vergessen, dass die Moslems gegenüber uns auch Recht haben. Und zwar, wenn es jetzt darauf hinausläuft zu sagen, das, was wir hier verteidigen, das sind die Miniröcke und Oktoberfestbesäufnisse und Schwulenrechte und Feminismus und Diversity und ich weiß auch nicht, was wir alles noch an großartigen Dingen werten haben, dann ist es das nicht wert, es zu verteidigen, sondern es ist vielmehr genau das, was unsere Gesellschaft ja völlig von innen her verrottet hat. Wenn ich allein nur an diese Frage denke, die ja keiner aufwerfen will, weil sie unangenehm ist, mit der sexuellen Befreiung, die direkt damit zu tun hat, dass die Familie zerstört worden ist und dass die Geburtenraten zurückgehen und dass das Verhältnis zwischen Männern und Frauen in unserer Gesellschaft in einer extremen Krise ist. Das sind alles Dinge, damit haben die Moslems überhaupt nichts zu tun. Die kommen hier vor unsere Tür und stellen auch uns eine Frage, die wir selber uns nicht einmal stellen können. Und immerhin sage ich auch, wenn ich jetzt so den Teufelsadvokaten spiele und ich nehme die Position des gläubigen Moslems ein, dann werfe ich dem Westen schon einiges vor und sage, ich verstehe den Ekel, den viele davor haben, wenn sie sagen, die Art, also wie wir ihr die Geschlechterverhältnisse regelt, sind ekelhaft, die Art, wie ihr mit den Familien umgeht, ist ekelhaft, die Art, was für eine Art von Kultur ihr habt, ist ekelhaft, weil ihr um ein Nichts herumkreist, um gar nichts, also um eine Art von Konsum. Und ich muss sagen, dass ich zumindest eine Kultur, die jetzt rein prinzipiell sagt,
Wir haben einen Wert, der über uns steht. Wir haben auch immerhin noch einen Gott, zu dem wir beten. Und wir haben auch eine Moral, die damit verbunden ist, dass ich für die schon mal grundsätzlich einen Respekt habe. Ja, was wir aber hier nicht haben. Verstanden. Und das ist ein Grund, warum wir so ausgehöhlt sind. Das ist ein wichtiger Moment. Ich glaube, ich habe das Argument verstanden und wollen wir vielleicht beide was dazu sagen, aber ich vielleicht das erst. Sie haben in vielen Punkten recht. Wir haben viele Probleme in unserer Kultur, das ist keine Frage. Es gibt viel, viel, viel Verbesserungsbedarf. Es ist, was das Bild der Familie betrifft, die Sexualisierung, diese ganzen Auswüchse, Probleme. Da ist sicher einiges zu tun, das ist keine Frage. Nur ich sehe jetzt nicht, was die Muslime da beitragen können, dass es besser wird. Das hat nicht ich sehe jetzt in Wahrheit versucht man hier den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Und wenn man sagt, die Muslime glauben noch an etwas, ja, das heißt ja nicht, dass sie ans Richtige glauben. Weil wenn man jemanden die Hand abhackt oder wenn man Frauen schlägt oder wenn man sonstige Brutalitäten macht, diese Prügelstrafen, es gibt Steinigungen für alles Mögliche, das mag sein, dass das Werte sind, die dort gut finden, aber entscheidend ist, was wir wollen. Und wenn wir sagen, unsere Kultur ist so krank, dass sie nur durch Zuwanderung von Muslimen gerettet werden kann, dann gehen wir da gleich raus und dann ist eh alles gut. Aber wenn wir der Meinung sind, dass wir die Probleme, die wir haben, auch selbst lösen können, ohne Muslime, und dass die Muslime in Wahrheit genau das verhindern, dass wir uns von innen heraus selbst wieder dorthin bewegen, wo wir sein wollen, dieses Ideal, was wir vielleicht alle in unseren Köpfen haben, dann haben wir noch eine Zukunft. Nicht? Also das ist die Entscheidung, die wir für uns treffen müssen. Und ich habe sie schon getroffen, die Entscheidung. Also ich sehe auch viele Probleme, aber die werden sicherlich nicht durch muslimische Zuwanderung gelöst. Sicherlich nicht. Nur kurze Republik. Passt schon. Ich möchte das mal ganz klar festhalten. Also ich habe jetzt nicht gesagt, Es geht darum zu sagen, bitte Leute ausreden lassen. Ja, okay, danke. Die Dame da vorne. Christian. Ich fühle vielleicht noch eines. Müssten wir überlegen, was eigentlich unsere Kultur ausmachen soll. Und das ist vollkommen richtig. Aber der Islam ist in keiner Weise irgendeine Alternative. Also in der Türkei, die ein bisschen noch halbwegs laizistisch ist, macht jede Frau die Erfahrung, geschlagen zu werden. Also es sind Gewaltverhältnisse in patriarchalen Verhältnissen in islamischen Ländern. Dann die meisten Männer, die Pornos sich anschauen, sitzen im Nahen Osten. Also die haben ja deren Kultur ist mindestens genauso pervers wie unsere. Das ist nicht der Grund, dass sie herkommen. Sie kommen hierher, um zu islamisieren und kriegen einen Sozialstaat angeboten, der ihnen wesentlich mehr Geld bringt, als sie jemals im Leben verdienen würden. Ihre Kritik ist trotzdem richtig. Nur die islamische Kultur ist mindestens so pervers wie unsere. Okay. Dankeschön. Danke, dass ich jetzt auch mal eine kurze Wortmeldung. Ich muss mich jetzt irgendwie schon beginnen, auch ein bisschen zu verteidigen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wem ich mich da jetzt alle verteidigen muss. Punkt 1, ich bin österreichischer Staatsbürger. Danke, Herr, bitte. Ich spreche zwar Deutsch, aber eigentlich möchte ich schon langsam schon sagen, ich spreche Österreichisch und bin Österreicher und will meine Neutralität und ich will auch Österreicher bleiben. Punkt 1, Herr Dr. Leimann, prinzipiell danke und auch Herr Luger. Ich finde es ganz toll, also diese Thematik einmal wirklich so direkt anzusprechen. Wollte aber jetzt noch dazu sagen, Sie haben zuerst gesagt, wir sind selber schuld und das ist im Raum einfach dann stehen geblieben, dass der Islam hierher kommt. Also ich bin bewusst, glaube ich einmal, absolut nicht schuld. Wenn die Politik in meinem Namen was gemacht hat und mich nicht vorher gefragt hat, dann ist sie selber schuld. Punkt 2. Zur Europäischen Union möchte ich hier noch eine Kleinigkeit sagen. Und dann komme ich auch auf das Thema, wo der Herr gesagt hat, warum nicht Volksbegehren einfach gemacht werden. Es ist heuer im Sommer ein Volksbegehren gemacht worden.
Ich hoffe, das ist auch jedem klar. Es haben 261.159 Österreicher für dieses Volksbegehren gestimmt, dass es in den Nationalrat kommt. Und da möchte ich auch den Herrn Luger bitten, dass er sich da bestmöglich dafür einsetzt, Entscheidungen nämlich zu treffen, ob dann Österreich austritt oder nicht, kann ja eigentlich nur das österreichische Volk, das heißt, was ich mir eigentlich als gelebte Demokratie wünschen würde, ist einfach nur, dass dieses Volksbegehren zu einer Volksabstimmung führt. Dankeschön, dass Sie mich auch bestätigen. Ich habe 3 Kinder. Ich habe auch für die demografische Entwicklung gesorgt, so gut ich konnte. Sehr gut. Weiter so. Ja, also ganz kurz zu dieser Geschichte mit den, ich habe natürlich nicht gesagt, dass ich für Volksbegehren bin, das ist eh selbstverständlich, sondern das ist genau das, was Sie nachher gesagt haben, dass jedes Volksbegehren, das in Ihrem Fall über die Hürde von 250.000 kommt, dann auch verpflichtend zu einer Volksabstimmung führen muss. Und um das geht's. Das heißt, dass das Volk die Möglichkeit hat, eben gewisse Dinge, die wichtig sind, mit einem dementsprechenden Votum auch nicht ins Parlament zu bringen, weil viele wissen das ja gar nicht. Wenn Sie da hier erinnern, ja, irgendein Anliegen haben, zum Beispiel in Ihrem Fall jetzt, was den EU-Austritt betrifft oder ganz egal welches Anliegen, dann brauchen Sie kein Volksbegehren machen. Brauchen Sie nicht. Wissen Sie, wie Sie schaffen, dass das ins Parlament kommt? Sie rufen mich an und ich mache das ganz einfach. Ich mache einen Antrag und das Parlament muss sich mit diesem Antrag beschäftigen. Das ist noch genau das, diese Illusion, die viele haben. Die glauben, wenn sie einen Volksbegehren machen, einen Mordsen Aufwand, dann kommen 250.000 Unterschriften zusammen, dann muss sich das Parlament damit beschäftigen. Das ist ganz die gleiche Qualität, als würde ich einen Antrag stellen mit 5 meiner Abgeordnetenkollegen, dann beschäftigt sich das Parlament ja auch damit. Nur das Problem ist, wir haben keine Mehrheit und das Parlament wischt das einfach mit der Regierungsmehrheit weg. Und das ist das Problem. Deswegen, was wir brauchen, ist eben eine Bürgerbeteiligung. Das heißt, wenn es ein Volksbegehren gibt und die erreicht eine gewisse Hürde, in Ihrem Fall war das der Fall, dann muss es eine verbindliche Volksabstimmung gegeben. Das ist die Demokratie und nicht nur Wischiwaschi, ich beschäftige mich damit. Also in Zukunft, wenn jemand hier erinnern, ein Volksbegehren machen will, bitte nicht machen, mich anrufen, ich erledige das für Sie. Ich mache einen Antrag und Sie haben sozusagen einen Shortcut gewählt. Es wird nur leider nichts bringen. Das Einzige, was bringt, ist, wenn wir weiter für die direkte Demokratie kämpfen. Und da sehe ich einige Vorreiter. Vielleicht Michael, dass du kurz aufstehst. Ja. Also ich glaube, da haben wir jemanden dabei, der seit einem Jahrzehnt dafür kämpft, dass wir eben diese demokratischen, direkten Mechanismen bekommen, weil das ist an und für sich wirklich eine Demokratie, dass das Volk wirklich entscheiden kann und nicht sich von einer Politikerkaste einfach verarschen lassen muss. Weil so läuft es einmal. Ich wollte zu Ihnen was sagen, ganz kurz. Kurz bitte. Aber ich habe mich ja monatelang zurückgehalten. Ich habe heute das Volksparlament gegründet, in den Innenministerien, und Sie sind alle herzlich willkommen, hier mitzuarbeiten. Volksparlament, schauen Sie nach. Das ist es. Die Demokratie heißt das absolut. Der Mann kennt mich, er weiß das. Ja. Der Frank Stoller hat das sogar unterschrieben, stimmt das? Ja. Ja. Ja, ja. Wir haben also. Ja. Volksparlament. Ja. Ja, danke. Der Herr da hinten. Nächste Frage, bitte. Ich versuche mich kurz zu halten. Ja. Wer hat hier mehr als mindestens 4 Kinder oder mehr? Bitte Hände hochheben, ja? Weil ein wichtiges christliches Wert ist Kinderanzahl. Ja? Das war früher ein Riesenwert. Mein Vater ist noch mit 12 Geschwistern aufgewachsen. Und wir wissen, wie die Kinderzahlen heute ausschaut. Also für Österreich Zukunft, die Zukunft sind die Kinder. Ja? Das ist, und da hat jeder gefragt. Ja? Und ohne Kinder werden wir Österreich gar nicht erhalten können. Einfach schon ethnologisch. Erster Punkt. Zweitens, Religion in der ganzen Geschichte wurde und wird instrumentalisiert. So sehe ich das. Ich kann nicht dem Islam die Schuld geben. Es gibt sehr starke, sehr, sehr starke globale, internationale, wirtschaftliche und politische Interessen. Und ich sehe das ganz gezielt gesteuert und nicht zufällig, dass jetzt zu viele, ich bin ganz bei Ihnen, viel zu viele Zahlen, aber ich gebe nicht der Religion Schuld, nicht dem Islam. Und letzter Punkt, Islam kann man nicht in einen Topf werfen. Ich habe so viele gute
muslimische Freunde, ägyptische, israelische. Mhm. Ich rede mit jedem Einzelnen. Auch ich drücke den Frauen die Hand und rede mit ihnen und ich sehe glückliche muslimische Frauen. Mhm. Also Mann-Frau-Problematik ist genauso christlich wie muslimisch. Ja? Mhm. Auch Patriarchat gibt es im Christentum leider, genauso wie bei Moslems, dort noch extremer. Mhm. Darf ich Ihnen darauf antworten? Moment. Und jetzt habe ich den Faden verloren. So, darf ich Ihnen antworten? Da ich vielleicht ein bisschen älter bin als Sie, habe ich ein bisschen mehr Menschen kennengelernt als Sie. Wissen Sie, so in den 60er, 70er Jahren hat man in Spanien und Portugal liebenswerte Faschisten kennengelernt, wirklich liebenswerte. Und schöne Faschistinnen, die waren noch interessanter. Also wissen Sie, die Argumentation, ich kenne da jemand und weil der nett ist, ist auch seine Partei lieb, ist Schwachsinn. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage. Also in unserem Fall stimmt's aber. Wir müssen über den Islam sprechen und nicht über den muslimischen Gemüsehändler. Niemand sagt, der muslimische Gemüsehändler ist gefährlich, mörderisch, frauenfeindlich. Völliger Nonsens, sagt kein Mensch. Wir müssen über den Islam reden. Ja. Danke. Nächste Dame, bitte. Ich bin Zeitzeugin des Zweiten Weltkrieges, habe mit meinem Bruder wochenlang Flüchtlingsströme erlebt. In diesen Flüchtlingsströmen waren alte Menschen, Mütter mit ihren Kindern. Kein einziger junger Mann war dabei. Mich ängstigt und meine Familie diese Masseninvasion junger Männer, die auch Forderungen stellen. Wenn einer sagt, wofür hat er 4.000 Dollar bezahlt und er muss in Dreiskirchen irgendwo auf einer Notliege liegen, dann bin ich dafür, dass man diesen Menschen sofort wieder zurückstellt. Das wäre es. Okay. Also darf ich da vielleicht ganz kurz was sagen dazu. Und zwar, ich bin nicht dafür, dass wir die Fragen sammeln, weil sonst wird es so unpersönlich. Sie haben recht, wenn jemand kommt und sagt, er hat viel Geld bezahlt und die Leistung passt nicht, dann klingt das eher nach einer Pauschalreise. Nicht? Das ist mir auch schon passiert, dass ich wohin gefahren bin und nicht das bekommen habe, was ich bezahlt habe. Das ist aber meistens das Problem des Reiseveranstalters, dass der einem das schönste Hotel in den schönsten Farben ausmalt und wenn man dann hinkommt, ist man in einer Ruine untergebracht. Und so ähnlich funktioniert es auch im Nahen Osten. Das heißt, da gibt es richtige Schlepperorganisationen, die wie Reiseveranstalter funktionieren und die malen das denen in allen Farben aus und nehmen viel, viel Geld, um sie in das gelobte Land zu bringen. Das ist die eine Schiene. Davon spreche ich aber nicht. Ich spreche nicht von fehlgeleiteten jungen Menschen, die versuchen, sich ein besseres Leben aufzubauen. Ich spreche davon, dass es eine Religion gibt, die von ihrem Grundansatz ein Problem ist. Ich sage jetzt ein Beispiel im Christentum. Im Christentum gibt es ein Gebot, du sollst am Sonntag in die Kirche gehen. Ja? Und das wird von wenigen eingehalten. Vielleicht von 5% der Taufscheinkatholiken wird das eingehalten. Ja? Aber es ist ein Gebot und jeder, der seinen Glauben ernst nimmt, macht das. Und wenn man jetzt eine Religion hat, die nicht sagt, du sollst am Sonntag in die Kirchen gehen, sondern du sollst die Ungläubigen töten, dann mag sein, dass sich nicht alle daran halten. Aber das Problem ist, dass dieses Gebot existiert und wenn sich jemand dran hält, wird das zum Problem. Und deshalb ist das auch nicht integrierbar. Das heißt, das Problem, was wir haben mit dem Islam, ist, natürlich gibt es welche, die Taufschein-Islamisten sind oder Taufschleim-Muslime sind, das gibt es sicher. Ja? Gibt es nicht, weil sie nicht getauft sind, aber ich sage jetzt nur im Vergleich zu den Christen, die das einfach nicht ernst nehmen, die hierher kommen, auch möglicherweise integrierbar sind, das gibt es. Wir kennen wahrscheinlich alle solche Leute. Das Problem ist nur, dass es ein Glaube ist, dass wenn es jemanden gibt, der sich danach hält und das Potenzial bei den Muslimen ist höher, dass man sich auch daran hält, wie in unserer Religion, dann wird das zum Problem. Weil wenn der einfach nicht akzeptiert, dass ich einen anderen Glauben habe und mich deswegen umbringt, wird das zum Problem. Ich glaube, das wird jedem hier einleuchten. Und das kann man auch nicht integrieren, das kann man nicht tolerieren. In dem Moment, wo der sagt, alle Nichtgläubigen müssen weg, oder sich eben konvertieren oder umgebracht werden, dann ist das nicht integrierbar. Und das ist das Problem. Danke. Bitte.
Michael, ich habe 35 Jahre im Ausland gelebt, davon 6 Jahre in arabischen Ländern. Ich habe in Bagdad gelebt, ich habe in Mosul gelebt, ich habe in Beirut gelebt. Ich kenne diese Städte alle in einem wunderbaren, friedlichen Zustand. Auch obwohl im Irak zum Beispiel in den 80er Jahren Krieg zwischen Iran und Irak war, es war Bagdad trotzdem lebenswert, es war Mosul lebenswert. Es gab Schiiten, es gab Sunniten, es gab Kurden, es gab Christen, die alle zusammenlebten. Wir sollten eines nicht vergessen in unserer ganzen Verurteilung. Es gibt hunderttausende Christen, die auf uns warten, dass wir sie aufnehmen. Nicht die Muslime, sondern die Christen. Ja, das sollten wir nicht vergessen. Unsere Kirche, unsere österreichische Kirche, die europäische christliche Kirche vergisst komplett auf diese Menschen. Ja? Sie fraternisiert sich mit dem Islam seit Jahrzehnten. Sie negiert komplett den Faschismus im Islam. Das ist die eine Sache. Die zweite, ich weiß nicht, ob du das in deinem neuen Buch angeführt hast. Diese orwellsche Sprachverdrehung, Islamismus, Islamisten und so weiter. Auch das muss endlich einmal adressiert werden. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt keine Islamisten, es gibt keinen Islamismus, es gibt nur den einen Islam. Und der ist faschistisch. Okay. Ja, also ich denke, das ist das riesige Problem, dass wir bei aller Islamophilie, also Islamfreundlichkeit, Liebe, vergessen, dass hunderttausende Christen bedroht sind. Das nehmen wir einfach in Kauf, das ist uns wurscht. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber sie sind heute auch noch bedroht. Also ich würde verstehen, wenn wir sagen würden, okay, wir nehmen vornehmlich Christen aus Syrien, aus allen Ländern, wo sie bedroht sind, auf, würde ich das verstehen. Aber wir reagieren nicht entsprechend. Wir nehmen wahllos auf. Und nochmal, es kommen größtenteils nicht syrische Kriegsflüchtlinge. Es kommen Leute, die haben vollgestopfte Taschen mit Geld, die genau wissen, warum sie kommen, die Schlepper haben, die sie bezahlt haben. Es ist eine generalstabmäßige Einwanderung, Invasion, die hier stattfindet. Die Leute kaufen von IS syrische Pässe. Von toten Syrern, ja auch Pässe, die IS erobert, wenn sie Mosul oder eine Stadt erobert. Also die IS verkauft die Pässe. Die IS sind auch die Schlepper. Dann kommen die teilweise mit Flugzeugen nach Bulgarien in die Türkei. Natürlich, und dort gehen sie weiter mit Billigung der türkischen Behörden. Also die türkischen Behörden sind in diesem Spiel mit drin. Saudi-Arabien finanziert mit. Hier wird also gezielt eine Invasion finanziert, organisiert. Und da wird niemand überredet, du, das ist ein tolles Land. Die wissen ganz genau, in welches Land sie gehen. Die wissen ganz genau, in wen sie in Hamburg, in welcher Straße, in welcher Wohnung treffen. Das ist völlig durchorganisiert. Das ist eine Beutenahme eines ganzen Kontinents. Und das ist kompatibel mit dem Islam und das fordert der Islam. Da kommen keine armen Leute. Das ist eine ganz, ganz kleine Minderheit. Wir sollten mit diesem Nonsens mal aufhören. Und wenn Sie fahren Sie nach Nikolsdorf. Wissen Sie, was da passiert? Die Landstraße ist, gibt es eine Landstraße und die Autobahn. Wenn Sie als österreichischer Staatsbürger aus Ungarn zurückkommen über die Autobahn, werden Sie angehalten und Sie werden kontrolliert. Und dann können Sie weiterfahren. Die Landstraße ist für Autos gesperrt. Dort gehen die ganzen Migranten nach Österreich hinein, ohne kontrolliert zu werden. Also Sie als Österreicher werden an der österreichischen Grenze kontrolliert und die 10.000, die jeden Tag kommen, gehen unkontrolliert Richtung Wien und dann weiter Salzburg, wo auch immer. Das heißt, dieser Staat existiert eigentlich nur noch rudimentär. Er ist noch in der Lage, Islamkritiker zu verurteilen, er ist aber nicht mehr in der Lage, seine Bürger zu schützen.
Und da muss man mal die Politiker fragen, was ist denn eigentlich los? Wir haben ein Parlament, wir haben eine Regierung, es strömen Hunderttausende, bald Millionen von Migranten und die Regierung sagt, Herr Faymann, heute, wir haben alles im Griff. Ja, was hat er denn im Griff? Gar nichts, ja. Ich halte mich zurück. Das heißt, dieser Staat hat aufgegeben, seine Bürger zu schützen. Und ein Staat hat zwei Aufgaben: den Bürger zu schützen und sein Privateigentum auch zu schützen. Beides schaffen die Staaten nicht mehr. Deutschland kann genauso wie Österreich seine Bürger nicht mehr schützen. Eine Invasion, die nicht mehr gestoppt werden kann oder sie soll nicht gestoppt werden. Und mittlerweile geht man auch dazu über, Häuser, Wohnungen zu konfiszieren. Also der Staat garantiert nicht mehr mal mehr das Eigentum. Jetzt frage ich mich, in Hamburg schon passiert. Jetzt frage ich mich, mit welchem Recht haben wir noch einen Staat, den wir akzeptieren sollen als Bürger? So, kurz nur der Fragesteller noch einmal, bitte. Eines der größten schwierigen Punkte ist, dass Österreich bzw. Europa noch nie erkannt hat und offensichtlich aus irgendwelchen Gründen das verschweigt. Die größten Schwierigkeiten bestehen zwischen den beiden großen Gruppen im Islam. Das sind die Sunniten und die Schiiten, die sich auf den Teufel nicht leiden können. Ja? Es sind seit Begründung des Islam sind das Todfeinde. Ja. Ja? Und die Politik in Österreich und in Deutschland hat nicht begriffen, was es bedeutet, diese beiden hier massenhaft miteinander anzusiedeln. Das nicht kommt zu trennen. Ja, ja. In ja, Flüchtlingslagern keine Trennung. In Städten, in Kommunen keine Trennung. Das ist die Katastrophe. Ja, also danke. Die Logik ist ja wirklich interessant. Nicht? Man sagt, okay, dieser Nahe Osten ist destabilisiert, weil es unterschiedliche Ethnien gibt, unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Interessenslagen. Ja? Dann gibt es auch unterschiedliche Menschen, die einen kommen vom Land, die anderen aus der Stadt, die anderen sind weniger gebildet, die anderen mehr. Das heißt, die Region hat Probleme aufgrund der Strukturierung. Und jetzt geht man her und importiert eins zu eins diese Probleme nach Europa. Weil nichts anderes tun wir. Das heißt, wir tun ja nichts anderes als die Probleme, wir lösen sie nicht. Nein, wir verlagern sie nur. Und anstatt, dass man sie vor Ort bekämpft, die Probleme, versuchen wir sie dann in Europa zu bekämpfen, wenn sie dann explodieren. Also dämlicher geht es ja nicht mehr. Wem sowas einfällt, also mir ist es ja oft... Na, aber mir ist oft... Bitte noch, also, bitte ein bisschen Disziplin. Hm? Bitte ein bisschen Disziplin. Aber es sind nicht dämlich Kriminelle. Bitte. Wir kommen der Problematik immer näher und näher, je weiter der Abend fortschreitet. Nur es gibt Punkte dabei, die sind ganz gravierend. Es gibt in Deutschland einen Ort mit 660 Einwohnern, der wird jetzt bevölkert mit 5000 Asylanten. Man muss sich das einmal überlegen. Auf der anderen Seite das Problem, wo kommen die mit dem Geld her? Es gibt einen Staat, die USA, die den ganzen Flüchtlingsstrom und die Schlepper finanzieren. Schließlich ist auch der IS eine US-amerikanische Gründung gewesen und lebt von denen. Man braucht ja nur mal die Gründungsakten anschauen und einmal nachlesen. Und wenn wir heute in einer besonderen Informationsquelle aus Österreich, und wir haben das, wir wissen, dass in Wien 2000 IS-Kämpfer sind, die auch bewaffnet sind. Mhm. Und wenn man solche Menschen dann in den Flüchtlingslagern antrifft, die dort sitzen und nichts machen und nichts tun, und fragt, worauf er da wartet und was er macht, ist es doch irgendwie erschreckend, wenn er sagt, ich warte auf den Einsatzbefehl. Haben wir da nicht was verschlafen? Ja, natürlich. Also meine, er sitzt nicht im Flüchtlingslager, sondern er wird von seinem Gesinnungsgenossen in Nickelsberg abgeholt. Also der sitzt nicht im Flüchtlingslager. Aber Sie sprechen was anderes an, das ist die Finanzierung. Schauen Sie, wir sind de facto Einwanderungsländer, de jure noch nicht.
Einwanderungsländer, klassische Einwanderungsländer wie die USA, Australien oder Kanada, würden ja niemals auf die Idee kommen, einem Einwanderer den Sozialstaat anzubieten. Also sie kriegen in den USA, egal wer sie sind, welche Leistungen sie vollbracht haben, welche Qualifikationen sie haben, sie kriegen in den ersten 10 Jahren keine staatlichen Transferleistungen. Können Sie völlig vergessen. Das heißt, jedes Einwanderungsland wird einem Einwanderer den Sozialstaat bewusst nicht anbieten, damit er die Sprache lernt, damit er eine Ausbildung macht, damit er sich integriert. Wenn ich jetzt aber das mache, was die Europäer machen, insbesondere Österreich und Deutschland, ich biete jedem Einwanderer sofort die vollen Leistungen des Sozialstaates an, hat der einen Geldtransfer, den er am Arbeitsmarkt vermittels schlechter Ausbildung niemals verdienen könnte. Also er wäre ja dumm, wenn er arbeiten ginge. Er kriegt nämlich über den Sozialstaat mehr, als wenn er als Straßenkehrer arbeiten würde. Und das ist unsere Dummheit. Und das wird nicht hinterfragt. Wenn ich Zuwanderern den Sozialstaat umsonst anbiete, werde ich immer Parallelgesellschaften haben und im Fall des Islams hochgefährliche Parallelgesellschaften. Also wir müssen mal überlegen, wie integrieren wir und wen integrieren wir? Was wir machen, ist politischer, sozialstaatlicher Schwachsinn. Das ist kein Populismus, das ist Dummheit. So, wenn es noch... Gibt es noch Fragen schon? Da hinten her, bitte. Was ich mich frage, die Politik ist ja weitgehend links. Wir haben ein linkes Weltbild mit, wir haben es angesprochen, mit der Sexualisierung. Conchita Wurst ist die Leitfigur der linken Kultur und gerade diese Leute propagieren eine extreme Willkommenskultur. Die wollen diesen Islam nach Europa bringen. Das ist doch absolut inkompatibel, das ist doch konfus, was geht davor? Und gerade wenn wir jetzt an die Frauen denken, der Islam entrechtet die Frauen total. Die dürfen nur komplett verschleiert herumgehen. Und gerade diese Gruppierung, diese Linken, holen den Islam herein. Was geht hier vor? Warum machen sie das? Ja, ich habe vorher schon angedeutet, warum das sein könnte, aber es liegt auch in dem Grunddenken der Sozialisten begründet. Die Sozialisten gehen ja grundsätzlich davon aus, dass alle Menschen gut sind, nur die Gesellschaft verändert die Menschen zum Schlechten. Das heißt, wenn gesellschaftliche Fehlentwicklungen da sind, dann werden aus guten Menschen schlechte Menschen. Und das ist auch wieder reversibel. Das sieht man auch im Strafvollzug, wo praktisch alles wieder reintegriert werden muss in die Gesellschaft. Und zwar auf Teufel komm raus. Egal, was jemand getan hat, egal wie oft jemand bewiesen hat, dass er nicht in der Gesellschaft brauchbar ist, muss er wieder in die Gesellschaft zurück. Das ist linke Ideologie. Und so ähnlich ist natürlich auch bei Religionen und bei Lebensentwürfen. Da gehen die Linken davon aus, dass man alles integrieren kann. Man muss nur genug Geld reinstecken, genug Energie reinstecken, genug Sozialarbeiter reinstecken, genug Psychologen reinstecken. Dann wird aus dem furchtbarsten Dschihad-Kämpfer plötzlich ein unglaublich sozialer und mitmenschlicher Mensch. Das ist die Idee dahinter. Und dieser Vision wird gedient und dieser Vision wird alles untergeordnet und alles, was das Bild stört im Sinne von Wirklichkeit, wird einfach ausgeblendet. Und wenn ich mit der Klawischnik rede über das Thema, kommt das in jedem Wort, in jeder Silbe rüber. Dass man einfach jedes Beispiel, jede Argumentation negiert, mit den Worten, das sind alles Menschen und Menschen kann man nicht zurückweisen und Menschen müssen aufgenommen werden und die Kinder und die Armen und die flüchten vor Tod und Elend und was bin ich denn für ein Unmensch, wenn ich das nicht sehe? Und mit solchen Totschlagargumenten wird gearbeitet, aber auf die Sache und auf Argumente wird nicht eingegangen. Das ist eine linke Strategie, die Kommunisten auch immer verwendet haben, indem man einfach den Andersdenkenden als Unmensch, als alles Mögliche dargestellt hat. Und nur die eigene Ideologie ist das Heilsbringende, das Schöne.
und alles andere ist furchtbar Pfui-Gack. Ja, aber es kommt, glaube ich, doch noch was. Doch, Moment, noch ganz kurz, ein Satz. Es gibt schon eine Gemeinsamkeit von Linken und insbesondere radikalen Muslimen. Das ist der Hass auf die restliche bürgerliche Kultur, die wir noch haben. Beide hassen diese Kultur abgrundtief. Dass dann die Linken die ersten Opfer sein werden des Islam. Das wird in etlichen Jahren, Jahrzehnten sein. Was sie eint, ist der Hass auf Kultur. Hm. Und deshalb arbeiten sie zusammen. Das nur als Ergänzung. Ja. Okay. Die Frage ist, was kann die Politik tun, damit die Bevölkerung wieder mehr Zivilcourage entwickelt? Denn du hast das angesprochen, Robert, wie nur irgendetwas da erwähnt wird, wird man sofort als Ausländer, Hasser abgestempelt. Es traut sich kaum jemand mehr was sagen. Meine Tochter unterrichtet in einer Volksschule im 15. Bezirk. Sie kennt das Problem, wo der muslimische Vater mit ihr nicht spricht. Ihre Kollegin hat eine 10-jährige Schülerin, die kollabiert. Die Kollegin bittet sie, Wasser zu trinken. Das Mädchen traut sich nicht mehr, Wasser zu trinken, weil sie gerade im Ramadan sind. Sie trinkt dann, dass es ihr doch wieder besser geht, hat aber ein schlechtes Gewissen, berichtet, dass der Religionslehrerin, die macht einen Höllenwirbel in der Schule. Niemand traut sich mehr was sagen, weil man sofort als islamfeindlich, als ausländerfeindlich abgestempelt wird. Wann wird die Politik hier etwas zu unternehmen und sagt, Leute, wacht's auf, entwickelt wieder so viel Zivilcourage und zeigt die Probleme auch wirklich auf? Ja, danke. Das ist genau der Punkt. Das heißt, als Politiker ist es wichtig, den Menschen die Augen zu öffnen. Denn ein Mensch, der die Zusammenhänge nicht versteht, wird so lange verharren, bis es zu spät ist. Ich sage immer das Beispiel mit dem Frosch. Wenn Sie einen Frosch in kaltes Wasser legen, ja, und das Ganze auf die Herdplatte stellen und langsam erhitzen, ja, wird er so lange drinbleiben, bis er tot ist. Wird nicht rausspringen. Wenn Sie ihn aber in heißes Wasser werfen, springt er sofort raus. Und das ist sozusagen die Strategie von all jenen, die uns hier sozusagen eine neue Gesellschaft aufdrücken wollen. Man macht es Schritt für Schritt schön langsam mit der entsprechenden Begleitmusik, sodass es die meisten gar nicht merken, bis es zu spät ist. Und um das geht es. Das heißt, was wir tun müssen, ist den Menschen die Augen öffnen. Wir müssen ihnen auf eine sachliche, und das ist ganz, ganz wichtig, es dürfen keine Hassbotschaften sein, sondern es muss eine sachliche Ebene, und da bin ich auch sehr dankbar, dass Sie das auch auf eine sehr sachliche Ebene heben, muss man erklären, wo sind die Probleme, wie sind die Mechanismen und was droht uns, auch mit Beispielen aus anderen Kulturen, die das ja schon vorgelebt haben. Und dann kann man ein Bewusstsein schaffen bei der Bevölkerung, dass die Menschen sagen, das wollen wir ja wirklich nicht. Und dann kann man dem entgehen, weil wenn man nämlich in die freiheitliche Falle tappt, ja, und sozusagen alle möglichen Schauergeschichten postet, dann kommt man automatisch in dieses Fahrwasser, wo die Linken dann aufspringen und sagen, ja typisch, Ausländerfeind. Es geht um eine sachliche Herangehensweise und es geht um das Öffnen der Augen. Und das ist unsere Aufgabe, auch von jedem von uns. Gehen Sie nach Hause, erzählen es Ihren Freunden, Ihrer Familie, da ist eine Gefahr. Und diese Gefahr dürfen wir nicht einfach tolerieren, sondern wir müssen hinschauen. Und ich sage ja nicht, Grenzen dicht, alle bleiben, wo sie sind. Natürlich wäre das gut, wenn man den vor Ort versorgt. Aber wir haben nun mal die Situation, nun muss man genau hinschauen. Man muss die Leute kontrollieren, man muss schauen, wo kommt der überhaupt her, was will der überhaupt hier, nicht? Hat der überhaupt einen Fluchtgrund? All das passiert ja nicht. Und wir haben im Parlament einen Misstrauensantrag gegen die Regierung gemacht, gemeinsam mit der FPÖ, weil es notwendig ist. Da gibt es eine Regierung, die vom Parlament Gesetze bekommen hat und die hält sich einfach nicht dran. Wo gibt es denn das? Und das Allerbeste war, man hat in den, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die ÖBB hat die Flüchtlinge von einer Grenze zur anderen gebracht. Ja? Und dann sind Polizisten eingestiegen, die nicht die Flüchtlinge kontrolliert haben, sondern nach Angaben der Polizei haben die nach Schleppern im Zug gesucht. Ich hätte ihnen gesagt, sie sollen vorne den Lokführer verhaften, das ist der Schlepper. Ich meine, was ist das für eine Welt? Was ist das für eine Welt, wenn sich der Generaldirektor der ÖBB hinstellt, das Mikrofon dem Journalisten aus der Hand nimmt und uns erzählt, dass wir alle Regeln jetzt außer Kraft setzen und die ÖBB zum Schlepper wird? Das ist passiert in Österreich. Und das hat kein Mensch interessiert. Wo gibt es sowas? Und das sind all die Dinge, die müssen wir ansprechen. Das ist ein Wahnsinn.
verrückt. Okay. Okay. Will der Herr zuerst? Wie Integration aus diesen Ländern aussehen kann. Es sind zwei Personen hier in diesem Raum. Das ist eine junge Frau aus dem Libanon, die vor 9 Jahren nach Österreich kam, mit zwei Kindern, mit einer Tochter, die tödlich verletzt fast wurde, die hier operiert wurde, die ein Auge verloren hat. Sie ist Christin und sie kann wirklich erzählen, oder sie könnte erzählen, was es bedeutet, in einem islamischen Land zu leben, wo Sunniten, Schiiten sich gegenseitig sozusagen die Hucke vollhauen, über Jahrzehnte Bürgerkrieg. Sie lebt heute in Österreich, sie ist integriert, sie kennt den Herrn Bundespräsidenten persönlich, sie ist eine, würde ich sagen, fast Freundin der Frau Mikl-Leitner. Sie ist so integriert hier in Österreich, wie es kaum wer, vielleicht zum Teil nicht einmal Österreicher sind. Sie hat diesen Sprung von dieser Kultur in unsere Kultur geschafft. Vielleicht hat ihr das Christsein geholfen. Ja? 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 Danke. Ich darf nur kurz erwähnen, dass der ganze Abend heute quasi aufgenommen wird und ist dann abrufbar auf unserer Webseite. Sie können sich das im Nachhinein noch anschauen. Ich würde sagen, falls keine Fragen mehr sind, dann würden wir die Diskussionsrunde eine Frage dann beenden. Es besteht dann noch die Möglichkeit, die Diskussion im Vier-Augen- oder Sechs-Augen-Prinzip bei einem Gläschen Wein hinten weiter fortzuführen. Aber vorne haben wir noch eine Wortmeldung, bitte. Danke, lieber Robert, für die Information, was jeder Einzelne tun kann, darüber sprechen, die Nachricht weiterbringen. Aber was können wir noch tun? Also was ich tun kann, kann ich euch sagen. Ja, also ich werde bei jeder Parlamentsrede, ich werde bei jeder Fernsehübertragung, immer wenn es um das Thema geht, werde ich das Thema so ansprechen wie heute hier. Also ganz sachlich, wir wollen das nicht. Ich will eine Also wenn wir tatsächlich die Grenzen aufmachen für Flüchtlinge, muslimische Flüchtlinge, dann will ich vorher eine Volksbefragung haben. Oder eine Volksabstimmung in dem Fall, würde eine Befragung auch schon reichen, dass man mal einen Eindruck darüber bekommt, was will das Volk überhaupt? Ich gehe davon aus, dass 70% das nicht wollen, mindestens 70%. Mhm. Und das reicht mir in der Demokratie zu sagen, das Volk hat entschieden. Und da muss ich als Politiker gar keine eigene Meinung mehr haben. Sondern wenn das Volk das so entscheidet, habe ich das zu exekutieren als Politiker. Und diese Entscheidung fehlt mir noch. Und deshalb... Ich werde nicht aufgeben, ich werde auch in den sozialen Medien und alle Kanäle nützen, die möglich sind, um das zu verbreiten. Ich werde solche Abende nützen, ich werde jede Gelegenheit nützen, eben wie gesagt, darauf hinzuweisen. Ob es uns gelingt, ist eine andere Frage. Das wird die Zukunft weisen. Ich werde auf jeden Fall nicht aufgeben, hier, weil mir geht es ja auch um meine Tochter. Ich habe eine 9-jährige Tochter und ich will ihr das nicht zumuten, in einem islamischen Land aufzuwachsen. Ich kann ihr das nicht zumuten. Und ich habe auch einen Sohn, ich habe nur 2 Kinder, ich arbeite an mehr, aber also falls das die Frage gewesen sein sollte. Und das ist genau der Punkt, also ich für meinen Teil werde alles tun, wir sind eine kleine Bewegung, aber wir sind eine mutige Bewegung und ich glaube, dass Sie auch einiges dazu beitragen können, den Menschen die Augen zu öffnen. Dafür danke ich Ihnen auch recht herzlich. Ich glaube, dass es mehr mutige Menschen wie Sie braucht und Sie setzen sich ja noch einer größeren Gefahr aus wie ich. Denn alles, was ich sage, ist immun, ja, aufgrund meiner Funktion als Abgeordneter. Ich kann ja relativ viel sagen, ohne mich dafür auch verantworten zu müssen. Bei Ihnen ist das anders. Das heißt, man könnte Sie wegen allem Möglichen zur Verantwortung ziehen. Und deshalb ist es besonders mutig, was Sie machen. Und viel mutiger als das, was ich mache. Und deshalb herzlichen Dank an Sie, dass Sie sich das auf sich nehmen. Ja.